Mit dem Monitor begibt sich der Besucher auf Spurensuche. Denn wenn man das leere Tafelbild nach sichtbaren Aufzeichnungsspuren abscannt, so erscheinen auf dem Bildschirm hier und da einzelne Wörter. Der Monitor wird zum Interface, um Schriftbilder wieder zugänglich zu machen. Diese wurden einmal analog mit Kreide auf die Tafel geschrieben, fotografiert und für die Weiterverarbeitung per Computer digitalisiert. Das digitale Abbild des Kreidewortes verweist auf einen vergangenen Moment der analogen Aufzeichnung. Der Besucher wird aufgefordert, etwas sichtbar zu machen, was bereits einmal sichtbar war. »1989 wurde das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe gegründet. Bekannt geworden ist es unter der schlichten Abkürzung ZKM. Museen, Forschungsinstitute und medienkünstlerische Produktionen bilden die Bestandteile des Hauses. Die Gründungsmitglieder des ZKM visionierten in ihrem Konzept 88 eine neue Kulturfabrik für das digitale Zeitalter. Ein Zentrum der Künste sollte es werden, das auf die Zukunft hin orientiert ist. Eine der Leitideen dabei, neben den klassischen Künsten vor allem der Medienkunst einen weiten Raum zu bieten. Denn die Vielfalt neuer technischer Medien hat die Kunst selbst entschieden verändert. »1991 fand bereits das internationale Medienkunstfestival, die Multimediale 2, in Karlsruhe statt. Während der Pressekonferenz des Festivals erläuterte der Gründungsdirektor des ZKM, Heinrich Klotz, das neue Verhältnis von Kunst und Medien. Die Künste sind anders geworden. Die Kunst hat sich verändert am Ende dieses Jahrhunderts. Die Ausdrucksmittel der Künste sind sehr viel reicher geworden. Wir sagen nicht, dass die traditionellen Ausdrucksmittel der Künste nicht mehr gelten, wie das einige durchaus tun. Aber wir sagen, dieses ganze Spektrum der Ausdrucksmittel muss wahrgenommen werden. Alle die Objekte, die Sie hier sehen, sind inzwischen Sammlungsobjekte. Und auch das ist, wie ich meine, ein Novum, denn die Medienkünste zu sammeln in einer permanenten Bestandssammlung, auch das muss erst einmal geschehen. Auf der einen Seite sind wir daran interessiert, selbst zu produzieren, also nichts von draußen reinzuholen, weil es das nicht gibt. Wir müssen es selbst machen. Also es gibt Institute der Produktion von Kunstwerken, von didaktischen Werken. Und es gibt auf der anderen Seite dann die Orte der Präsentation, wie zum Beispiel dieses Medientheater, wo wir das aufführen, was wir hier produzieren. Aber es gibt noch einen dritten Bereich, das ist die Dokumentation, also die Aufbewahrung von Medienkunstwerken und die Restaurierung. Wir müssen die Dinge ja auch erhalten. Es ist sehr schwer, zum Beispiel Videos über 20 Jahre zu erhalten. Das wissen viele Leute gar nicht. Und das sind also Probleme, denen wir auch konfrontiert sind. Seit 1999 leitet Peter Weibel das ZKM. Von da an wächst die Sammlung an bedeutenden Werken der Medienkunst im Haus systematisch weiter. Für Peter Weibel sind die neuen Medien künstlerisch bedeutsam. Sie können nicht nur Wirklichkeit abbilden, wie etwa die Ölmalerei. Neue technische Medien können die Wirklichkeit der modernen Welt mitgestalten. Die technischen Medien der letzten 200 Jahre sind das entscheidende Ereignis der Neuzeit, weil sie eben diese althergebrachte klassische Gleichung zwischen Repräsentation und Realität radikal verändert haben. Nämlich insofern, dass es sich nicht mehr darum handelt, um eine Abbildungsmaschine, sondern um eine Erzeugermaschine. Die neuen Medien stellen Wirklichkeit her, sie tun Wirklichkeit nicht nur abbilden. Und dann kommt noch dazu, dass bei diesem Herstellungsprozess klarerweise der Betrachter selbst einen wichtigen Teil einnimmt. Am ZKM ist die Medienkunst mittlerweile selbst historisch geworden.
Das ZKM hat es sich zur Aufgabe gemacht, wichtige Werke aufzubewahren und für ihren materiellen Erhalt und Fortbestand zu sorgen. In Forschungsprojekten und Symposien geht das ZKM aktuellen Fragen zur Konservierung und Restaurierung von Medienkunst nach. So mit dem Symposium The Digital Oblivion 2010. Die Videokunst ist ja auch relativ schnell innerhalb fast eines Jahrzehnts von, in heutigen Worten, absoluten gehypten Mainstream in, was soll denn das noch, ja, wieder in sich zurückgefallen. Dasselbe, was wir mit der Videokunst in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren erlebt haben, ist dann auch sehr schnell mit der Medienkunst am Ende der 90er Jahre passiert. Und es hat eine Entwicklung gegeben, die natürlich klar mit der Rechnerleistung zusammenhängt. Die Videos, die frühen, sind fürchterlich lang, manchmal auch langweilig. Wir haben hier schon eine Anmutung des Veralteten, die natürlich auch wieder sehr interessant ist. Wichtige Erkenntnisse im Umgang mit alternden Medien wurden im internationalen Forschungsprojekt Digital Artworks, The Challenges of Conservation, seit 2011 erarbeitet und in einer Ausstellung präsentiert. Das Erbe der Videokunst zu bewahren und zu vermitteln, ist eine Aufgabe des ZKM. 2009 diskutierten Videokünstler und Kuratoren über die Aktualität früher Videokunst. Zugleich konnten Besucher eintauchen in die Ausstellung Record Again, 40 Jahre Videokunst. Die Ausstellung eröffnete eine Welt der Videokunst als eine Fülle künstlerischer Ausdrucksformen und technischer Präsentationsumgebungen. Anstelle der heutigen Präsentation von Videos im Format 16:9 auf Flachbildschirm wurden die Magnetbandvideos im Format 4:3 originär auf alten Röhrenmonitoren, den Kisten mit runden Bildecken, geschaut. Unter den Video-Highlights befanden sich das berühmte Video des Boxkampfes für direkte Demokratie, den Josef Beuys 1972 auf der Documenta 5 veranstaltet hatte. Oder Holger Tschukais frühes Popvideo Cool in the Pool von 1978, in dem der Künstler um die Aufmerksamkeit der Videokamera wirkt. Ebenso eine bisher unveröffentlichte 10-minütige Dokumentation des Festivals der genialen Dilettanten. Das Videoband von Gustav Adolf Schröder konserviert einen Moment aus dem Jahre 1981, führt zurück in ein riesiges Zirkuszelt an der Mauer in der Nähe des Potsdamer Platzes und zur Bühnenperformance der einstürzenden Neubauten. Viele Bänder aus der Video-Ära sind noch nicht digitalisiert. Sie lagern in Museen, Depots oder in Kellern der Künstler. Der Zahn der Zeit nagt währenddessen still an den Magnetbändern weiter. Zusätzlich zu der ZKM-Restaurierungsabteilung wurde bereits 2004 eine Infrastruktur zur Bewahrung von Videokunst geschaffen. Im Labor wurden bisher über 1400 Videos der ZKM-Sammlung restauriert und digitalisiert. Das Labor für antiquierte Videosysteme ist ein Labor der Sichtbarmachung. Welche Kompetenzen, Hürden und Routinen speziell für den konservatorischen Umgang mit Videobändern entscheidend sind, erklärt die Leiterin des Labors, Dr. Dorcas Müller. Im Labor für antiquierte Videosysteme restaurieren und digitalisieren wir audiovisuelles Material auf Magnetband. Also nicht zu verwechseln mit Film, was häufig gemacht wird. Der große Unterschied ist, dass man auf Magnetband eben ohne elektronische Schreiblesegeräte nichts erkennen kann, im Unterschied zum Film. Ich kann also nicht durchgucken oder durch bloßes Licht sehen, was da drauf geschrieben ist.
Die ursprüngliche Verwendung der damals neuen Videotechnik war in den 1960ern zunächst großen staatlichen Institutionen vorbehalten, dem Militär, Fernsehanstalten oder Forschungseinrichtungen. Der Privatmensch konnte sich überhaupt so ein Equipment nicht leisten. Es war viel zu teuer, die Geräte viel zu groß, zu schwer. Also da war nicht dran zu denken, dass Künstler damit Videokunst machen sollten. Erst 1965 brachte Sony die berühmte Sony CV Open Reel Maschine auf den Markt. CV stand für Consumer Video. Und das war der Startschuss, als Videokünstler dann anfingen, mit Magnetband Kunst zu machen. Zu den bedeutenden Videopionieren zählen unter anderem der Künstler Nam June Paik und das Künstlerpaar Steiner und Woody Wasulka, ebenso wie Ulrike Rosenbach mit ihren Video-Live-Aktionen. Wichtige Werke dieser Künstler sind in der ZKM-Videokunstsammlung vertreten. Video war für Steiner und Woody Wasulka ein Medium für künstlerischen Ausdruck. Zugleich bot Video ein neues Material für Experimente mit analogen und digitalen Prozessen, für die sie selbst entwickelte Geräte verwendeten. Almost all of this is from military surplus, and if not, it comes from like a garden supply. The whole thing is for me a rebellion on the point of view of this hegemony of the human vision. And I started mounting cameras very low on cars or on top of cars to get the movement. And I started using mirrors. So this comes, in other words, from my period of total interest in perception. So these structural questions about what is it, what makes the image, how the image is made, totally derail my interest in narrativity, what to say, how do men meet women, and you know, how one man kills another man. These things become completely irrelevant to my life, and I was interested how one line follows the other and what makes the field of video, frame of video, how is it recorded? How could it become internal, come from internal source that doesn't use the camera that's looking at the world, and so forth. So these questions brought me to this analytic format right from the beginning. In dieser Zeit nutzte Ulrike Rosenbach die Videotechnik als Medium der Kritik und des Performativen und stellte feministische Videos in Live-Performances her. Hier auf diesem Foto sehen wir Ulrike Rosenbach mit ihrer Tochter in ihrem Atelier 1975, als sie gerade, glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, bearbeitet mit genau dem Equipment, wie wir es hier jetzt sehen. Momentan bearbeiten wir ein Archiv des MIT in Boston, genau genommen das Archiv des Center for Advanced Visual Studies. Das sind ungefähr 350 Bänder, lauter verschiedene Formate, und die zeigen alle visuellen Experimente, die seit 1967 dort gemacht wurden. Ein schönes Beispiel ist die Installation Centerbeam, die von Otto Piene initiiert wurde für die Documenta 6 in Kassel. Das war 1977. Die Installation war ca. 61 Meter lang und wurde vor der Orangerie gezeigt. Wir haben da ca. 8 U-Matic-Bänder in diesem Konvolut, und die zeigt ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen dokumentiert sie die ganze Installation, aber es sind auch Videokunststücke enthalten, die in der Installation damals aufgeführt wurden. An diesem Archiv kann man ganz schön das Dilemma der aussterbenden Videoformate beobachten. Man bräuchte ungefähr 10 verschiedene Videoformate, um das gesamte Archiv zu digitalisieren. Man hat hier angefangen, offene Spule in Farbe und eben auch dieses Schwarz-Weiß, wovon wir vorher geredet haben. Dann alle Formate bis zu Betacam SP in den 90er Jahren. Wir haben VHS, wir haben U-Matic in diesem Archiv. U-Matic auch verschiedene Formate, High-Band, Low-Band, SP und alles in PAL und NTSC.
Ausgehend von diesem Halbzoll-Videoformat, das wir zu Anfangs gezeigt haben, startete der sogenannte Videokrieg. Das heißt, alle halbe Jahre kam ein neues Format raus. Es hat die Miniaturisierung recht schnell begonnen. Also nach Halbzoll kam auch Viertelzoll Akai zum Beispiel raus. Oder das kleinste Videoformat auf offener Spule, Video Bauer. Das war ein deutsches Videoformat, winzig. Dann hat man die Spulen in Cartridges gesteckt. Erstmal zwei Spulen übereinander, zum Beispiel VCR oder National Cartridge. Das sind auch die Spulen noch übereinander. Man kam darauf, die Spulen nebeneinander ins Gehäuse zu setzen. Also geht es Richtung Kassette, wie wir das noch vielleicht kennen. V-Cord, CVC. Es folgten die ganzen Home-Video-Formate. Man wollte zu Hause halt Spielfilmlänge aufzeichnen. Betamax, Video 2000 und VHS. Es gab dann auch noch ein Akai-Kassettenformat sogar. Also auch exotische Formate, die nur ganz kurz auf dem Markt waren. VHS hat sich dann auch wie Hi8 auf dem Home-Video-Markt etabliert mit den kleinen VHS-C-Kassetten. Dem Fernsehen waren Kassettenformate immer zu unprofessionell, bis sich die U-Matic-Kassette durchgesetzt hat. Es folgte Betacam SP und zum Schluss die Digi-Beta-Kassette. Und das war so das qualitativ hochwertigste, was das Fernsehen dann hatte. Digibeta ist auch analog, Magnetband, aber die Information ist digital gespeichert. Genauso wie dann schließlich bei der DVCAM und der Mini-DV-Kassette. Und nach diesen Formaten hört eigentlich Video auf Magnetband auf. Und heutzutage kann man all diese Formate schon als obsolete Videoformate betrachten. All diese Medien können in einem Künstlerarchiv vorhanden sein und im Labor für antiquierte Videosysteme digitalisiert werden. Darunter auch das optische Speichermedium, die Laserdisc, sozusagen die Großmutter der DVD. Ein Produkt der Musikindustrie, das 1978 auf den Markt gebracht wurde, um in Bars Karaoke-Musik im Loop laufen zu lassen. Später wurde die Laserdisc im Museumsbetrieb verwendet. Bis in die 90er Jahre präsentierten Ausstellungen Künstlervideos auf Laserdisc. Die Lasertechnologie, die gab es also damals schon. Was es aber noch nicht gab, das war der Videocodec, der digitale. Man hat also auf diese Kunststoffscheibe die Information draufgeschrieben, aber noch die analoge Videoinformation. Der Vorteil war aber trotzdem, dass man diese Scheibe beliebig oft ohne Verlust abspielen konnte. Aber es gibt auch Kratzer auf der Disc, die kann man rauspolieren. Wenn sich allerdings das Innenleben auflöst, dann kann man eigentlich aus restauratorischer Sicht nichts mehr machen. What's the title of this movie? Andy Warhol made in China. Um all diese unterschiedlichen Videoformate konservieren zu können, werden im Labor 300 Videogeräte bereitgehalten. Damit können ca. 50 Videoformate abgespielt und digitalisiert werden. Denn würden die Farbfernsehnormen zwischen Kassette und Abspielgerät bei der Sichtung des Bandes nicht übereinstimmen, könnten Bild- und Tonstörungen entstehen. Auch der Geschwindigkeitsmodus, in dem die Videokassette aufgezeichnet wurde, muss beim Abspielen berücksichtigt werden. Wenn ich für das Band nun die richtige Maschine gefunden habe, kann ich es leider nicht direkt auflegen und abspielen, weil es in den letzten 30 bis 40 Jahren verschiedenen Zerfallsprozessen ausgesetzt war. Hier habe ich zum Beispiel ein Band, das sieht aus wie von Schimmel befallen. Das Trägermaterial von Magnetband ist aus Kunststoff und das ist leider sehr anfällig für chemische Zerfallsprozesse. Man sieht hier Polyesterstaub, das sich aus dem Band abgelöst hat. Der klassische Fall für die Restaurierung ist das Sony High Density Tape.
Das hatte eine spezielle Rückseitenbeschichtung, wodurch das Band besonders haltbar sein sollte. Und diese Bänder waren auch viel teurer als die anderen Bänder. Leider findet da im Lauf der Zeit Hydrolyse statt. Also es lagert sich Wasser gerade in diese Rückseitenbeschichtung ein. Und wenn dieses Band dann über die Videokopftrommel läuft, dann klebt die dort regelrecht fest. Das ist das sogenannte Sticky-Shed-Syndrom. Und ist durch ein Quietschgeräusch in der Maschine zu hören. Die eigentliche Restaurierung beginnt mit der Reinigung des Magnetbandes. Für manche Formate gab es spezielle Reinigungsmaschinen zu kaufen. Zum Beispiel für U-Matic von der Firma RTI aus den USA. Für die meisten Open-Reel-Bänder wurden im Labor für antiquierte Videosysteme eigens spezielle Reinigungsmaschinen entwickelt und gebaut. Zum Beispiel für 1 Zoll, 1/2 Zoll und Viertel Zoll Akai. Hier sieht man, wie sich der Schmutz vom Magnetband auf dem Reinigungsvlies ablagert. Falls die Reinigung nicht ausreichend war und das Band noch verklebt ist, wird es auf so einen Plexiglasring gewickelt und für mehrere Stunden im Ofen thermisch behandelt. Die Restaurierung umfasst also die manuelle Reinigung der Bänder in Kombination mit dem sogenannten Backen bei gleichmäßiger Temperatur von ca. 59 Grad. Bevor ich das restaurierte Band auf die Maschine legen kann, muss ich erstmal die Videoköpfe sauber machen, damit ich das beste Bildergebnis erziele. Da öffne ich die Videokopftrommel und mit 70%igem Isopropylalkohol, der rückstandsfrei trocknet, reinige ich diese Köpfe. Ja. So, und dann kann ich die Videokopftrommel kann ich auch noch reinigen. Da setzen sich Reste ab, Klebereste oder Schmutzpartikel und auch die Führungsstifte. So. Die Leerspule und das Band. Bei diesem Part sind Handschuhe nicht zu empfehlen. Es ist auch ohne schwierig. So. Man sieht hier Josef Beuys 1977 in der Nationalgalerie in Berlin. Er baut seine Ausstellung Richtkräfte auf. Das Band setzt sich mehr und mehr zu. Das Band sollte noch stärker gebacken werden. Für Dorcas Müller heißt das, die Restaurierungsprozeduren an einem Band mehrmals durchzuführen. Nur so kann das Band vollständig in guter Qualität abgespielt werden. Die notwendige Voraussetzung für die anschließende Digitalisierung. Das Videosignal wird für die Analog-Digital-Wandlung via Steckfeld durch einen geeigneten TBC geleitet. TBC ist der sogenannte Timebase-Korrektor. Hier im REC haben wir verschiedene Modelle aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Am Computer angekommen, schreiben wir das digitalisierte Video auf Festplatte. Wir verwenden dafür keine Kompressoren, sondern schreiben es uncompressed, 10-Bit PAL oder NTSC im 4:3 Modus. Die Größe der Datei ergibt sich allein aus der Framegröße und der Farbtiefe.
10-Bit entspricht dabei ungefähr der Qualität des letzten professionellen Fernsehkassettenformats, nämlich der Digital Betacam. Die Größe der Datei ist riesig, 1,7 GB pro Minute, das heißt, ein einstündiges Video hat über 95 GB. Die riesigen Videodateien müssen dann langzeitarchiviert werden. Am ZKM haben wir uns für das LTO-Datenspeichersystem entschieden. Das nutzen auch Banken und Versicherungen. LTO heißt Linear Tape Open. Das bedeutet, wir können mit Open Source Codes auf diese Bänder schreiben und sie mit gut dokumentierten Datenverwaltungssystemen nutzen, mit MySQL-Datenbank und PHP-Oberfläche. Diese Bänder haben eine Garantie von 15 bis 30 Jahren und auf ein Band passen 6,25 Terabyte drauf, beziehungsweise 2,5 Terabyte ohne weitere Komprimierung. Die digitalisierten Daten werden im ZKM auf jeweils 2 Tape-Exemplaren gespeichert. Ein Satz der LTO-Tapes lagert außerhalb von Karlsruhe. Die Bänder stehen einfach im Schrank und sind somit vor unerwünschten Zugriffen geschützt. Wir haben also die volle Kontrolle sowohl über die Datenverarbeitung als auch über den Zugriff. Mit vereinten Anstrengungen können wir in Zukunft weitere Schätze der Videokunst restaurieren. Wehmütig stimmt dabei die Erkenntnis, dass eine systematische und vollständige Sicherung des Videokunstbestandes ein unmögliches Unterfangen bleiben wird. In den vergangenen 1000 Jahren sind, so Peter Weibel, ca. 7% des gesamten analogen Erbes übrig geblieben. Das bedeutet eine enorme Selektion und ein drastisches Vergessen. Im digitalen Zeitalter wird sich diese Situation des Selektionsdrucks noch einmal dramatisch erhöhen. Wer bestimmt darüber, welcher Bruchteil als Kulturgut langfristig erhalten werden kann? Ist es der Zufall? As an artist, everything I make is made in the present, for the present. And I never think about the future. And actually, I cannot think about the future because I have no idea whether or not what I make in the present will be of any significance or value or meaning in the future. I don't think any artist can foresee the destiny of their work. We also have to recognize that these losses are immediate. I mean, instantaneous. The moment something happens, it's lost. It's a somewhat tragic situation, but it is a fact of life that our minute, the minutes we had a few minutes ago, are lost to us now. Yeah, I mean, we have the recording, of course.